Jo. Jo. Ist schwer, gutes Personal zu finden, ne? Mein Sohn, deine Mutter bat mich, hier raufzukommen und dich umzubringen. Hey, ich weiß schon. Du weißt was? Ich weiß, was du sagen willst. Es ist alles unter Kontrolle. Ehrlich, gar kein Problem. Na klar, ich verstehe. Und wie willst du bitte aufs College kommen mit solchen Zensuren? Gar kein Problem, denn ich werde nicht aufs College gehen. Verdammt richtig. Zuerst mache ich mal die Highschool fertig. Und dann arbeite ich was wie gewöhnliche Menschen. Gewöhnliche Menschen? Ja, ich arbeite an einer Tankstelle oder fahre Bus. Mach etwas ganz Normales. Also, wenn ich das richtig verstehe, sollen deine Mutter und ich uns keine Sorgen wegen deiner Vieren machen, weil du keine guten Noten brauchst, um ein gewöhnlicher Mensch zu werden. Genau. Na gut. Nehmen wir an, du schaffst den Abschluss an der Highschool. Sagen wir, du rutschst irgendwie durch. Und jetzt suchst du dir einen gewöhnlichen Job. Nur wie viel, glaubst du, wirst du so in etwa verdienen als gewöhnlicher, normaler Mensch? $250 die Woche. $250 die Woche, ja. Setz dich. Ich werde dir sogar volle $300 die Woche geben, ja ehrlich. $300 die Woche, das macht $1,200 im Monat. In Ordnung? Klasse, ich nehme es. Ja, ich weiß. Und danach nehme ich dir etwa $350 an Steuern wieder weg. So viel? Aha. Ja, du musst wissen, mein Sohn, das Finanzamt kommt zu gewöhnlichen Menschen gewöhnlich zuerst. Also, wie viel Geld hast du dann noch übrig? $850. Gar nicht schlecht. Allerdings brauchst du noch eine Wohnung, denn hier wirst du auf gar keinen Fall wohnen. Nun, ein Apartment in Manhattan kostet dich inklusive Heizung wenigstens $400 im Monat. Ich ziehe nach New Jersey. In Ordnung. Aber wenn du nach New Jersey ziehst, brauchst du ein Auto. Ich fahre lieber Motorrad. Dann wirst du einen Helm brauchen. Weiterhin $100 im Monat für Kleidung und Schuhe. Gut, sagen wir 200. Ich will gut aussehen. Na gut, wie viel Geld hast du dann noch übrig? $200. Ich sag's ja, kein Problem. Du hast ein Problem. Du hast nämlich noch nichts gegessen. Ich ernähre mich von Mortadella und Cornflakes. Du siehst, ich habe alles, was ich brauche, plus volle $200 im Monat. Wirst du eine Freundin haben? Na sicher. Gewöhnliche Menschen.